Überfüllte Intensivstationen und anhaltend hohe Inzidenzzahlen. Seit dem 11. November gelten in Bayern verschärfte Corona-Regeln. Die Polizei hat zudem häufiger Kontrollen durchgeführt. Das Ergebnis? Knapp 3000 Verstöße gegen Corona-Regeln bei rund 37.000 Kontrollen. Innenminister Herrmann ist zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben. Ich respektiere, solange wir keine gesetzliche Impfpflicht haben, wenn jemand sagt, ich will mich nicht impfen lassen. Dann muss er aber natürlich auch mit den Konsequenzen daraus leben, dass er eben dann bestimmte Einrichtungen nicht mit anderen besuchen kann. Wenn einer aber sagt, ich lasse mich nicht impfen, ich tue aber so, als ob ich geimpft wäre, gaukle den anderen Menschen was vor, dann schaffe ich damit auch gesundheitliche Risiken für andere, die sich darauf verlassen, dass um sie herum zum Beispiel in der Gaststätte nur getestete oder geimpfte Leute sitzen. Das ist inakzeptabel. Der häufigste Verstoß, die Nicht-Einhaltung der 2G- bzw. 3G-Regeln, zum Beispiel in Gaststätten oder im öffentlichen Nahverkehr. Doch auch die Polizei zeigt sich zufrieden. Wir stoßen insbesondere bei der Bevölkerung, aber auch bei den Gastronomiebetreibern auf sehr großes Verständnis. In den meisten Fällen sagen die Gastwirte gut, dass kontrolliert wird. Und wir stellen hier auch bei der Bevölkerung fest, dass großes Verständnis ist aufgrund der angespannten Corona-Pandemie, dass entsprechende Kontrollen durchgeführt werden. Bis zu 5.000 Euro Bußgeld und sogar Schließungen für Betreiber können bei Missachtung fällig werden. Innenminister Herrmann möchte die Kontrollen weiter verstärken. Ich habe heute noch einmal den Dienststellenleitern der Polizei in Bayern klar gesagt, das hat jetzt im Moment absolute Priorität. Und da die Arbeitskapazität der Polizei nicht beliebig vermehrbar ist, bedeutet das eben auch, dass jetzt mal ein paar Parkverstöße oder überhöhte Geschwindigkeiten weniger kontrolliert werden können, weil die Kontrollen dieser Corona-Themen einfach Vorrang haben muss. Das sei aber auch kein Freifahrtschein für Raser, so Herrmann weiter.